Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balkrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Implantatstiftung Schweiz, die Beratungsinstanz für Zahnimplantate. Inzapharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. Das ist Psoriasis, also Schuppenflechte. Es sieht ansteckend aus, ist es aber nicht. Weil Psoriasis auffallend ist, leiden Betroffene sehr, wenn sie unter die Leute gehen. Grüezi miteinander, schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Zara Stamm hat Psoriasis, seit sie Kind ist. Damals haben die Ärzte allerdings noch nicht viel gewusst über die Krankheit. Besuch bei längst vergangenen Kulturen. Sarah Stamm versucht für ein paar Stunden, ihre Hautkrankheit zu vergessen. Seit sie 5 Jahre alt ist, leidet sie an Schuppenflechten oder Psoriasis. Das Drama begann, als ihr Vater für 3 Monate geschäftlich verreisen musste. Die kleine Sarah konnte mit seinem Wegbleiben nicht umgehen und reagierte mit extremen Hautveränderungen. Meine Mutter hat ganz verzweifelt meinen Vater angerufen. Eine Woche später hatte ich 70% meiner Haut befallen. Ich habe also keine freien Stellen mehr gehabt. Und zu der Zeit kannte man halt einfach das Schuppenfläche-Thema noch nicht so. Dies zeigte sich deutlich, als die Familie den Hausarzt aufsuchte. Und die mich behandelt haben, als hätte ich die Pest. Die haben mich in einen Raum von den ganzen Patienten ferngehalten. Der Arzt, der hat mich behandelt, wie, ja, als wäre ich ein Aussätziger vom Mars. Und keiner wusste helfen. Es wusste keiner, was. Erst haben sie gedacht, okay, das sind die Röteln, das sind Masern. Auf jeden Fall ist es irgendwie ansteckend. Zu der Zeit war es dann aber schon so schlimm, dass ich teilweise blutige Beine hatte. Also ich hatte alles aufgerissen, ich habe geschrien wie am Spieß. Ich hatte wirklich Schmerzen, ich konnte nicht laufen. Und dann haben sie auf diese rissigen Wunden mich mit Teersalbe eingeschmiert. Und Teersalbe verbrennt die ganze Haut. Und dann haben mich in Teersalbe gepackt, ganz komplett umwickelt. Also ich habe nur noch die Augen rausgeguckt, ich habe ausgesehen wie eine Mumie. Und danach haben sie mich in ein Salzbad geschickt, in die offenen Wunden. Für mich war das die Hölle. Familie Stamm suchte Hilfe in der Schweiz. Medikamente, die in Deutschland nicht zugelassen waren, brachten eine merkliche Besserung, aber leider auch heftigste Nebenwirkungen. Also die Leberwerte, die Nieren und Bauchkrämpfe. Ich bin krebsrot angelaufen, eine halbe Stunde nach der Tablette, und habe Magenkrämpfe gehabt, dass ich mich gekrümmt habe. Sarah Stamms Hoffnung, die Psoriasis werde nach der Pubertät verschwinden, erfüllte sich nicht. Sie verlegte ihren Wohnsitz in die Schweiz und wurde Mutter einer Tochter. Über weitere Umwege gelangte sie schließlich ans Universitätsspital Zürich. Hier fühlte sie sich zum ersten Mal verstanden und ernst genommen. Ein neues Medikament wirkte Wunder. Ich habe dann das Methotrexat gekriegt, das hat am Anfang super gewirkt. Ich glaube, 1,5 Jahre wirklich frei. Ich habe keine einzige Stelle gehabt. Das war die glücklichste Zeit meines Lebens. Ich bin ins Schwimmbad gegangen, ohne mich schämen zu müssen oder ohne blöde Kommentare zu kriegen. Doch auch dieses Medikament zeigte zu starke Nebenwirkungen. Sarah Stamm muss weitere Therapien ausprobieren. Ihre größte Sorge aber betrifft die Gesundheit ihrer Tochter. Ich gucke immer, ob sie was kriegt oder nicht. Jetzt ist sie in dem Alter, sie kommt in dasselbe Alter, wie ich damals war. Und meine größte Angst ist, dass sie damit zu tun kriegt und dass sie das aushalten muss, was ich ausgehalten habe, und dass ich das nicht ändern kann. Ich kann mir den Druck gut vorstellen von einer Mutter, die nicht weiss, ob ihre Tochter die Krankheit auch kriegt. Frau Stamm, wie geht es Ihrer Tochter? Bis jetzt gut. Sie sind gar nicht? Nein, nicht. Gesunde Haut? Ja. Und wie geht es Ihrer Haut? Es geht. Im Moment geht es wieder besser, aber ich habe unterschiedliche Phasen. Also vor ein paar Wochen war es ganz schlimm, und jetzt ist es wieder besser. Sie müssen quasi einfach mit dieser chronischen Krankheit leben, mit Auf und Abs. Bei uns ist ein Spezialist, der Professor Lars French. Herr French, wie stark vererbbar ist Psoriasis?
Also die Erblichkeit spielt eine Rolle, aber nicht nur. Man weiß, dass in Familien, die Psoriasis haben, das Risiko, dass ein Kind Psoriasis hat, ist höher als in der normalen Bevölkerung. Gibt es denn auch Auslöser, andere Auslöser? Bei Ihnen war der Vater, der weg musste. Oder auch Ursachen für Psoriasis? Wie erklären Sie das? Ja, es gibt andere Auslöser, wo man im Welt lebt. Nördliche Länder haben eine höhere Inzidenz von Psoriasis als südliche Länder. Dann gibt es Reize an der Haut, können es auslösen. Gewisse Medikamente können es auslösen. Und Infekte können auch Psoriasis auslösen. Mhm. Wie stark schränkt sich die Psoriasis ein im Alltag? Ja, schon sehr. Zum einen ist es halt die Psyche, die einem ganz viele Striche durch die Rechnung macht. Und zum anderen halt auch, dass man gar nicht mehr so in Schwimmbäder geht oder einfach, wo man Haut zeigt. Ja, wenn man sich irgendwie geniert und der Stress einfach die Psyche, ist frustrierend. Ja. Wir haben ein paar Bilder, Herr French, über Psoriasis. Was sieht man da? Hier sieht man einen typischen Hautbefall von Psoriasis. Man sieht rote Herden, die schuppend sind, mit weißen Schuppen gedeckt sind. Disseminiert auf den ganzen Körper und man sieht bevorzugt auf die Ellenbogen und bei Patienten auch bei den Knien mehr Hautfernung. Das sind Stellen, die sehr häufig betroffen sind in dieser Krankheit. Da fragt man sich natürlich, wieso kommt es überhaupt zu dieser Schuppenbildung? Was passiert in der Haut? Es passiert eine Entzündung unter die Haut und diese Entzündung treibt die Wachstum der Zellen in der Haut und Bildung von Schuppung und Rötung an der Haut. Also man kann sagen, bei einer gesunden Haut braucht es etwa einen Monat, bis sie sich erneuert. Und jemand, der Psoriasis hat, in ein paar Tagen, 6-7 Tage. Genau, die Botenstoffe, die freigesetzt werden von entzündlichen Zellen, also akzelerieren diese Turnover der Hautzellen. Die Umwandlung quasi. Mhm. Wir haben noch ein paar andere Bilder, Herr French. Ja, da sieht man am Anfang hier eine Art der Psoriasis gutata, die bei Kindern vorkommen kann. Haben wir ein nächstes Bild, ein Fuß. Hier an die Füße, eiterige Form von Psoriasis, die schmerzhaft sein kann. Sehr schmerzhaft. Und das nächste Bild. Und Kopfhautpsoriasis. Haben Sie es auch am Kopf zum Beispiel schon gehabt oder am ganzen Körper oder beschränkt sich das auf gewisse Stellen? Nein, ich hatte es am ganzen Körper und die Kopfhaut ist auch jetzt im Moment noch sehr befallen. Ja. Da sieht man noch Nägel, Herr French. Ja, es gibt verschiedene Arten von Nagelbefall. Das findet man bei ungefähr 30% der Patienten, die an Schuppenflechte an der Haut leiden. Wichtig zu wissen ist, wenn man einen Nagelbefall hat, dass man ein erhöhtes Risiko, einen Gelenkbefall zu haben und zu entwickeln. Das schauen wir uns auch noch genau an. In den Bergen oder an der Sonne oder am Meer geht es einem besser, das sagt man immer. Haben Sie das erlebt? Ja, das ist super. Wenn ich am Meer bin, habe ich vielleicht 2 Wochen, dann ist es weg. Und wieso das? Die Sonne hilft, behandelt die Entzündung. Mhm. Und die Sonne ist auch eine Therapie, die wir benutzen im Spital oder in Arztpraxen. Das wäre die sogenannte Phototherapie. Die darf man aber nicht ewig machen. Man muss vorsichtig sein. Wenn man es zu lang macht, also mehr als 10 mal 2-3 Monate, erhöht sich das Risiko von Hautkrebs und da muss man vorsichtig sein. Mhm. Psoriasis befällt nicht nur die Haut, es kann auch systemisch sein. Das heisst, in den Körper hineingehen und kann zum Beispiel zu Gelenksentzündungen führen. Seit über 20 Jahren versucht Martin Weisthanner, sich mit seiner Psoriasis so gut wie möglich zu arrangieren. Doch nun hat er mit einer weiteren Form der Krankheit zu kämpfen. Das ist eigentlich ein weiteres Symptom der Psoriasis, die Psoriasisarthritis. Die geht auf Gelenk. Das heisst, ich hatte einen Befall von den Gelenken in den Händen. Und das hat mich eigentlich immer mehr, oder tut mich immer noch mehr einschränken. Dass ich einfach die Hände auch nicht mehr recht bewegen kann. Ich kann nicht mehr alle Sachen machen. Schuhe binden ist erschwerend geworden. Es geht, aber das ist, ich merke, es wird immer ein bisschen schlechter. Da eine Heilung der Psoriasis-Arthritis nicht möglich ist, legt der behandelnde Rheumatologe Dr. Adrian Churea großen Wert auf regelmäßige Kontrollen der betroffenen Gelenke. Beim Herrn Weisthanner sind vor allem die Hände betroffen. Man spürt eine leichte Schwellung einzelner Fingergelenke. Das eine Gelenk ist hier auch in der Bewegung stark eingeschränkt.
Auch an der Haut sieht man Psoriasis-Veränderungen im Bereich beider Ellbogen, etwas mehr auf der linken Seite als rechts. Diese Veränderungen, vor allem der Gelenke zusammen mit den Schmerzen, werden ihn im Alltag deutlich einschränken. Und auch im Röntgenbild sieht man bereits gewisse Veränderungen. Beim Ringfinger hat man hier ein intaktes Gelenk. Beim Kleinfinger sieht man den Gelenkspalt fast nicht mehr. Das Gelenk ist bereits teilweise zerstört. Und hier an der Fingerkuppe ist der Knochen vollständig verwachsen. Sobald man in der körperlichen Untersuchung Gelenkschwellungen feststellt, ist eine Entzündung da und die muss mit Medikamenten gehemmt werden, damit das Fortschreiten der Gelenkzerstörung verhindert werden kann. Und jetzt habe ich ein Medikament seit etwa 9 Wochen. Es ist ein ganz neues Medikament auf dem Markt. Das ist eigentlich, schlägt relativ gut an. Es hat noch nicht die Wirkung, aber die Haut hat sich tendenziell ein bisschen beruhigt. Bei den Gelenken ist es so schubweise. Es kommt manchmal wie ein Schub und dann ist wieder Ruhe. Und ich habe das Gefühl, die Schübe sind ein bisschen zurückgegangen. Rund 5-10% der Patienten mit einer Psoriasis entwickeln im Verlauf der Zeit auch einen Befall der Gelenke. Ein möglichst früher Behandlungsbeginn ist hier entscheidend. Die Prognosen sind eigentlich relativ gut. Man kann es eigentlich mehr oder weniger stoppen, dass das Gelenk nicht mehr schädigt, einfach so, wie es sind. Verbessern wird man es praktisch nicht können, aber immerhin stabilisieren, dass man auch mit den Schmerzen leben kann und fast keine Schmerzen mehr hat. Frau Stamm, Sie haben Gelenk gesund? Ja. Kein Befall? Nein, zum Glück. Ja. Können auch andere Organe noch betroffen sein? Also Gelenk, Haut vor allem. Es wird diskutiert, dass die Entzündung im ganzen Körper dazu führt, auch, dass man ein höheres Risiko hat für andere Krankheiten wie Diabetes oder Arteriosklerose. Wir wissen aber noch nicht zutage, ob wir durch eine gute Behandlung das beeinflussen können. Behandlungen haben Sie schon ganz viele hinter sich. Ja. Wo stehen Sie im Moment? Im Moment habe ich ein relativ neues Medikament. Und da sind wir aber noch in der Testphase. Das wirkt erst nach 24 Wochen ungefähr. Nur wenn Sie ein bisschen Geduld haben. Ja. Was darf ein Patient mit Psoriasis erwarten von der Therapie? Heutzutage viel. Heutzutage gibt es sehr gute Therapien, die entwickelt worden sind in den letzten 10, 15 Jahren. Und die sehr gut wirken und mit ziemlich viel bis keiner Nebenwirkung. Das heißt, man muss frühzeitig und konsequent behandeln oder wie soll was empfehlen? Man kann zu jeder Zeit behandeln. Man behandelt eine geringe aktive Psoriasis anders als eine mittelschwere bis schwere Psoriasis. Aber man kann grundsätzlich jetzt sehr gut die schwere Form von Psoriasis behandeln und zu jeder Zeit. Biologika, von denen hört man immer wieder. Das ist, glaube ich, das Neueste, was es gibt. Wie funktionieren denn die und was versprechen sie? Genau, Biologika funktionieren, indem sie sehr gezielt die Botenstoffe, die die Entzündung und die Verdickung der Haut auslösen, hemmen. Und sie wirken schnell und sie wirken sicher. Sie haben gesagt, man braucht schaurig viel Geduld bei dieser Krankheit. Ist man da nicht auch geneigt, alles Mögliche auszuprobieren? Ja, man probiert schon alles Mögliche aus. Und bei uns in Deutschland ist halt so, die Krankenkassen zahlen halt nicht viele Therapien. Ja. Meistens eher die Cortisontherapie. Ja. Aber ich denke jetzt auch so eben ernährungstechnisch oder irgendwelche andere Alternativtherapien. Probiert man das oder nicht? Nein, das bringt eigentlich im Großen und Ganzen alles nichts. Ja. Also man probiert vielleicht schon viel, aber am Ende ist es eh gleich. Also es hat keine Besserung durch Aloe Vera oder sonst irgendwas. Wie schätzen Sie das ein? Weil es gibt doch einen Haufen Leute, die denken, nein, ich will gar keine Medikamente, will es irgendwie anders probieren. Bringt das etwas? Ich glaube, heutzutage gibt es so gute Therapien, man muss eher darüber sprechen. Und wenn diese wirklich nicht wirken, was selten der Fall ist, dann die anderen Möglichkeiten ausprobieren. Jetzt wollen wir noch einen Erfolg anschauen, wo Sie therapiert haben. Wir haben ein Bild dazu, vorher, nachher. Wie ist es jetzt bei diesem Patienten? Genau, das ist ein Patient, der auf der linken Seite eine typische mittelschwere Psoriasis an der Haut hat. Er hat eine von diesen neuen Therapien bekommen, an Biologika.
Und innerhalb 4 Monate sieht man auf die rechte Seite, wie die Haut sich sehr deutlich verbessert hat unter dieser Behandlung. Mhm. Aber es ist eine chronische Krankheit, das heißt, man muss trotzdem immer wieder damit rechnen, dass es wieder kommen kann. Genau, dieser Patient muss Spritzen nehmen, jede 2 Wochen. Und wenn er aufhört, innerhalb einiger Monate kommen die Hautveränderungen zurück. Mhm. Aber die Patienten finden das kein Problem, weil ihre Lebensqualität ist so viel besser unter Behandlung, dass sie finden, es lohnt sich wirklich. Es und wir als Ärzte auch. Mhm. Dankeschön vielmals, Herr French, und herzlichen Dank und gute Besserung. Danke. Frau Stamm, für Sie haben wir noch eine Broschüre über die Behandlung von Psoriasis. Die können Sie abladen bei uns auf der Webseite. Und es gibt auch noch ein Zusatzinterview mit dem Professor French und der Frau Stamm auch zum Anschauen auf unserer Webseite. In der Apotheke kriegt man nützliche Ratschläge. Und die gehen wir für Sie regelmässig abholen für unsere neue Rubrik Gesundheitscoach. Und da fragen wir mit dem grössten Organ, das wir haben, nämlich mit der Haut. Und da frage ich Sie, leiden Sie auch unter trockener Haut in der kalten Jahreszeit? Ich habe extrem trockene Hände. Ich versuche verschiedene Seifen aus, muss viel Handcreme. Ja, das habe ich. Ja, da gibt es nur eines. Ich dusche mich und creme mich ein mit so einem hautschonenden Körpermilch. Ich glaube, bei den meisten fehlt es an der Regelmäßigkeit. Also ich sehe das bei mir auch. Oder? Und im Winter merke ich das mehr. Oder in der kalten Jahreszeit, draußen kalt, in der Wohnung geheizt. Und wenn ich das halt einfach brav jedes Mal mache nach dem Duschen, dann habe ich die Probleme nicht. Ich nehme jedes Mal nach dem Duschen eine Bodylotion. Und durch das habe ich nie trockene Haut. Das ist das Geheimnis. Irgendeine Hautcreme, eine gute nehmen und einreiben. Im Winter ist bei uns in der Apotheke trockene Haut ganz ein ganz wichtiges Thema. Die Haut ist ja für uns Menschen ein wichtiges Organ. Es ist nämlich das Grösste. Also wichtig, dass wir dort hier auch Sorge tragen dazu mit der Pflege. Nach dem Duschen sollte man nicht allzu fest dribbeln, sondern mehr nur abtupfen. Wichtig ist, dass wir nachher eine Körpermilch brauchen und die auch gut einschaffen. Aber auch von innen können wir uns etwas zu gut tun. Zum Beispiel, wenn wir ungesättigte Fettsäuren in entsprechenden Öl anwenden, um einen feinen Salat zu machen. Das könnte Leinöl sein, Rapsöl, Olivenöl oder sogar eine Mischung dazu. Zum Schluss habe ich aber noch einen Tipp. Linsen. Linsen enthalten viel von diesen ungesättigten Fettsäuren. Und die Linsen würden wir so zubereiten, dass wir sie ins Wasser tun, einen Löffel Essig dazu, das nachher kurz aufkochen und die weichen Linsen in ein Konfitüreglas abfüllen. Jedes Mal, wenn wir hinter einen Salat gehen, nehmen wir das Glas vor, streuen ein Teelöffel drüber streuen und uns an diesem Grüngut erfreuen. Man denkt, Bakterien sind schädlich. Das sind sie auch. Es gibt aber auch nützliche Bakterien. Wir haben Tausende von Bakterien, die lebenswichtige Aufgaben übernehmen. So ein Gewimmel. Mehr als 10'000 verschiedene Bakterienarten leben auf und in uns. Etwa 2 Kilogramm trägt jeder mit sich herum. Adrian Egli forscht am Universitätsspital Basel über die Wechselwirkungen zwischen Bakterien und Menschen. Das Mikrobiom kommt an verschiedenen Stellen bei uns im Körper und auf dem Körper vor. Wir haben das Hautmikrobiom, das ist von der Kopfhaut bis zum kleinen Zehen. Es gibt das Darmmikrobiom, das fängt im Maul an und geht dann bis zum Enddarm. Dann gibt es das Mikrobiom der Atemwege, das sind die oberen Atemwege, Nase, Rache und dann die Lunge und Bronchien. Und dann gibt es bei der Frau noch das vaginale Mikrobiom. Unverkennbar. Die Mikroben genießen das Ökosystem Mensch. Der Dickdarm zählt sogar zu den Orten mit der höchsten Bakteriendichte. Rund 1 Billion der winzigen Lebewesen befinden sich in 1 Gramm Darminhalt. Ihr Einfluss auf unsere Gesundheit ist erstaunlich. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Übergewicht. Da hat man festgestellt, dass übergewichtige Menschen eine andere Darmzusammensetzung haben von ihren Bakterien wie normalgewichtige Menschen. Die Frage ist aber auch immer da ein bisschen, was ist zuerst, das Huhn oder das Ei? Also ist die Bakterienzusammensetzung eine Folge vom Übergewicht oder ist wegen dem Übergewicht die Bakterienzusammensetzung eine andere? Auf solche Fragen wollen die Forscher antworten. Mikroben sind wichtig für unseren Stoffwechsel
Ohne ihre Mitarbeit könnten wir wichtige Nährstoffe aus der Nahrung nicht verwerten. So groß ihre Artenvielfalt, so vielseitig sind auch ihre Aufgaben. Die gesunden Bakterien haben auch eine Funktion, dass sie die schlechten Bakterien in Anführungs- und Schlusszeichen verdrängen und auch bekämpfen, indem sie natürlich um die gleichen Ressourcen und also zum Beispiel Kohlenhydrat konkurrieren und dadurch gibt es zu wenig zu essen für die schlechten Bakterien. Antibiotika bringen diese natürliche Regulierung durcheinander. Um diese Prozesse besser zu verstehen, werden Mikroben zum Wachsen animiert in einer darmähnlichen Atmosphäre. Und zwar erzielen wir damit, dass anaerobe Bakterien wachsen können, weil für die ist der normale Sauerstoff toxisch. Und da erzeugen wir eine künstliche Atmosphäre für die erzeugen, ohne Sauerstoff. Beste Voraussetzung für den Nachweis des Clostridium difficile. Ein harmloses Bakterium für gesunde Menschen. Vermehrt es sich ungehindert, kann es lebensbedrohlich werden. Wenn ein Patient einen Infekt hat und Antibiotika bekommt, dann tötet es ja meistens nicht nur gezielt den Keim ab, den man möchte, sondern gerade eine ganze Gruppe von Bakterien. Und es hat dann auch einen grossen Einfluss auf die Darmflora, weil ein Teil davon wird abgetötet. Und dann kann eben, wenn der Patient das Clostridium difficile Keim hat, kann sich der vermehren, weil er jetzt mehr Platz bekommt und dann schwere Durchfälle machen. Damit das Clostridium difficile sich nicht zum gefürchteten Spitalkeim entwickelt, werden Stuhlproben von Patienten mit Durchfallsymptomen auch auf Nährmedien untersucht. Die gelben Kolonien, das ist die normale Darmflora. Und die pathogenen Keime, die werden schwarz oder farblos rot auf diesen Platte. Die schwarzen Bakterien werden auf einer weiteren Petrischale ausgestrichen. Innerhalb von 24 Stunden entwickelt sich so eine identifizierbare Kolonie des Keimes. Dann kann die Antibiotikagabe entsprechend angepasst werden. Die Forschung vom Mikrobiom, was wir uns damit erhoffen, ist besser zu verstehen, wie Bakterien und der Wirt, nämlich der menschliche Körper, miteinander in Wechselwirkungen sind und eben daraus bestimmte Krankheiten entstehen. Autoimmunkrankheiten, wie zum Beispiel ein Diabetes oder chronische entzündliche Darmerkrankungen, sind wichtige Krankheiten, natürlich, die man versucht, jetzt zu verstehen mit einem Mikrobiom. Große Hoffnungen setzen die Forscher auf dieses neue Sequenziergerät. Damit werden sie bald innerhalb weniger Stunden genetische Informationen von Bakterien klassifizieren. Diese können beispielsweise Aufschlüsse über Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika geben. Am 4. Februar ist Weltkrebstag unter dem Motto «We can, I can». Die Krebsliga Schweiz hilft krebsbetroffenen Menschen wieder zurück in den Alltag zu finden. Der Präsident der Krebsliga Schweiz, der Professor Jakob Bassweg, weiss, was es dazu braucht und wo es Hilfe gibt. Das Interview finden Sie bei uns auf der Webseite. Oder Sie können anrufen auf das Krebstelefon 0800 11 88 11. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Dankeschön fürs Zuschauen und Adi miteinander. Rund um Bluthochdruck gibt es viele Vorurteile. Nächste Woche schaffen wir Klarheit und zeigen spannende Zusammenhänge. Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Implantatstiftung Schweiz, die Beratungsinstanz für Zahnimplantate. Inzapharma. Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier. Mehr als Labormedizin.